Vertrauliche deutsch-amerikanische Gespräche in Washington. Pressetermine sind nicht vorgesehen. Journalisten mussten zu Hause bleiben in Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz ist so gut wie allein in die US-Hauptstadt gereist. Im Weißen Haus trifft er US-Präsident Joe Biden. Hauptthema des Arbeitsbesuchs soll laut Weißem Haus der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Es ist der zweite Besuch von Scholz in Washington seit seinem Amtsantritt. In seiner Regierungserklärung im Bundestag begründete der SPD-Bundeskanzler seine Reise. Und zugleich achten wir bei jeder unserer Entscheidungen darauf, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird. Darin bin ich mir mit dem amerikanischen Präsidenten einig. Um unsere enge Abstimmung fortzuführen, reise ich heute zu Gesprächen mit Joe Biden nach Washington. Ein Jahr Zeitenwende heißt auch ein Jahr transatlantische Partnerschaft, enger und vertrauensvoller denn je. Ja, stimmt das so, auch aus Sicht der US-Regierung? Michaela Küfner in unserem Studio in Washington, draußen sogar. Wie gut läuft die Zusammenarbeit tatsächlich? Ja, also von offizieller Seite haben wir hier von Senior Figures, so heißt es dann immer, wenn man hintergründig gebrieft wird, gehört, dass man Deutschland als verlässlichen Partner begreift und dass Deutschland zusammen mit den USA in diesem vergangenen Jahr viel weiter gegangen ist, als man sich das jemals vorstellen konnte. Das nehmen die USA auch für sich selbst in Anspruch, wenn es um die Ukraine geht. Hier wird es heute hinter mir im Weißen Haus darum gehen, wie die derzeitige Lage ist, was diese Politik des Gleichschritts, die beide Seiten ja so betonen, in Zukunft bedeuten wird. Und wir können auch erwarten, dass die USA ansprechen wird, was die Auswirkungen sein werden, falls China eine, ja, man kann sagen, eine rote Linie überschreitet und Waffen an Russland liefern sollte. Da erwartet man dann eine Reaktion. Und wir Journalisten, die wir hier draußen davor stehen und hinterher nicht dazu gebrieft werden, was tatsächlich stattgefunden haben, erwarten, dass sich die beiden Seiten darüber auch einigen werden, was dann passieren könnte. Gibt es auch Knackpunkte, also so kritische Punkte? Gut, die haben sich in der Vergangenheit im letzten Jahr gezeigt. Deutschland wurde durchaus als etwas zögerlich wahrgenommen. Aber wenn man heute nachfragt, hier auf der Regierungsseite, und das macht einen großen Unterschied, ob man die Regierungsseite fragt oder ob man die Republikaner im Kongress dazu befragt, wird Deutschland wahrgenommen als jemand, der auch in Europa den Laden zusammenhält. Man hat ja gesehen bei den Leopard-Panzern, dort hat Deutschland, ja, das kann man jetzt sicher sagen, insistiert, dass die Vereinigten Staaten sich beteiligen, auch wenn das nur nominal ist. Denn die Frage, wann Abrams-Tanks geliefert werden, ist noch mal eine ganz andere. Dieser Gleichschritt, dieses Organisieren, das darf man in Deutschland als Erfolg verzeichnen, will man aber nicht. Man will nämlich nicht darüber reden, dass man jemals hätte auseinanderliegen können in einer zentralen Frage wie Waffenlieferungen in die Ukraine. Also Deutschland betont hier die Seite der Regierung, der Administration Biden, wird als sehr verlässlicher Partner wahrgenommen. Und unterm Strich, was wäre ein Erfolg dieses Arbeitsbesuchs aus Washingtoner Sicht? Ich glaube, für die deutsche Seite wäre ein Erfolg, wenn die Spekulationen etwas abebben würden, dass es mögliche Dissonanzen da gegeben hat. Das muss ein Ziel der Regierung Scholz sein. Und auf der amerikanischen Seite wäre es ganz sicherlich ein Erfolg, wenn Joe Biden von dem deutschen Bundeskanzler Zusicherungen bekommt, an der Seite der USA zu stehen, was immer denn noch kommen möge, wenn es China angeht. Denn auch da hat Deutschland ein spezielles Interesse. In der Vergangenheit unter der Regierung Merkel war das die Frage, die die Kanzlerin nie beantworten wollte. Was passiert, wenn sich Deutschland, wenn sich Europa zwischen China und den USA entscheiden müsste? Und diese unbequeme Frage, die rückt immer näher an die Deutschen, an die Europäer heran. Vielen Dank, Michaela Küfner, direkt vorm Weißen Haus. Und da berichten auch noch andere, wie wir hören.